So, ganz herzlich willkommen zum nächsten Leadership-Café, den ich heute mit der wunderbaren Gesa Weinand trinke. Ich freue mich, Gesa, dass du hier heute deine 10 Minuten mit mir verbringst. Liebe Katina, ich danke dir sehr. Ich freue mich auch total und ja, Prost erstmal. Prost erstmal, genau. Gesa, du bist ja Coach für agile Karriere mit Sinn. Und da sind wir ja schon so wirklich drin im Thema, welches wir heute besprechen wollen. Jetzt gerade so in diesen Krisensituationen ist es ja für Unternehmer vielleicht auch eine Herausforderung, wie ich die Karrieren meiner Mitarbeitenden fördere. Welche Impulse, welche Tipps kannst du denn da unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hier mitgeben? Ja, danke, dass du mich mit diesem Thema hier eingeladen hast, weil das ist mir auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich habe ja auch selber eine lange Konzernkarriere hinter mir, knapp 12 Jahre, und ich weiß einfach sozusagen die Perspektive aus der Unternehmerseite und beziehungsweise Arbeitgeberseite und aus der Mitarbeitendenseite. Die sind nicht immer deckungsgleich. Allerdings, was so das Thema zukünftige Karriere, also Karriere unter unsicheren Rahmenbedingungen, ich sage nur das Stichwort VUCA-Welt, Digitalisierung, all diese Themen, da wird es eben ein gemeinsames Thema werden, beziehungsweise ist es schon, vielleicht noch nicht in aller Bewusstsein, aber es ist schon da. Und aus meiner Sicht gibt es da verschiedene Ansatzpunkte, die wichtig sind, anzuschauen. Das erste ist eben, und da sind natürlich die Unternehmen sicherlich schon dran, aber nochmal mehr den Fokus drauf zu richten, was sind denn eigentlich so die Kompetenzen, Fähigkeiten, aber auch Werte und Persönlichkeiten, die Sie in Ihrem Unternehmen jetzt und vor allen Dingen aber auch für die Zukunftsfähigkeit benötigen. Also sich als erstes da mal so ein klareres Bild dazu zu machen, was brauchen Sie? Wir wissen, dass es so grundsätzliche Themenbereiche gibt, also die Kompetenzen der Zukunft, dazu gehören Datenkompetenzen, ne, so das ganze Thema Datenanalyse, Umgang eben mit Software, mit grundsätzlich eine Digitalkompetenz, Umgang mit digitalen Medien. Aber ein weiterer wichtiger Bereich sind eben die ganzen, man nennt das in der Psychologie intra- und interpersonellen Kompetenzen, also Kollaborationskompetenz, Lernkompetenz, na, Kommunikationskompetenz, aber auch so Themen wie Resilienz oder Kreativität, Selbstreflexion. Also es gibt ganz viele Kompetenzen, die im Bereich Persönlichkeit liegen, die eben oder die da stark mit korrelieren, die dazu gehören und die für die Zukunft sehr wichtig sein werden. Und der erste Schritt oder die erste Empfehlung, die ich geben würde, ist, machen Sie sich klar, was ist denn das, was unser Unternehmen jetzt braucht, aber vor allen Dingen braucht, um zukunftsfähig zu sein, um uns gut aufzustellen. Und dabei eben nicht nur auf die fachlichen Kompetenzen zu schauen, sondern, weil das wird zunehmend wichtiger, die persönlichen Kompetenzen, die Persönlichkeit und die Werte, weil dieser Match, der wird eben sehr in den Fokus rücken. Deswegen ist auch mein Wunsch, eben diesen Blick sowohl auf die Agilität, aber auch auf die auch auf die Sinnhaftigkeit dabei zu lenken. Nämlich, es werden zukünftig auch in diesem Bewerbermarkt, den wir gerade haben, diejenigen Unternehmen, die guten, die Top-Kräfte anziehen, die eben auch den Sinn vermitteln können, wo das Wertesystem zusammenpasst mit dem der Mitarbeitenden beziehungsweise Bewerberinnen, Bewerber. Also dein Herangehen ist erstmal wirklich so eine klare Analyse zu schaffen, ne? Wir gucken wirklich, was brauchen wir in Zukunft für Fähigkeiten und wer kann die auch mitbringen? Ja, das ist ja letztendlich, mir kam gerade der Gedanke, Mensch, es ist auch eine Herausforderung, dort mal in eine Interaktion zu treten, auch mit Schule beispielsweise, wo eben solche Dinge vielleicht noch nicht die Rolle spielen, aber die uns als Unternehmer letztendlich wichtig sind, ne? Ich stimme dir da völlig zu. Bis jetzt legt Schule ja viel mehr Wert darauf, also die Richtung in die fachliche Kompetenzausbildung zu lenken. Und wir wissen aber aus der Zukunftsforschung, dass die fachliche Kompetenz nur einen geringeren Teil ausmachen wird und alles andere einen größeren Teil ausmachen wird. Das, was ich vorhin gesagt habe. Also Metakompetenzen eben wie Selbstorganisation oder Konfliktkompetenz,
die werden viel, viel wichtiger werden in der zukünftigen Arbeitswelt, weil die Welt komplexer, undurchschaubarer, weniger planbar wird. Und das braucht eben Persönlichkeiten, die mit dieser Komplexität umgehen können. Mhm. Und eben das Fachliche wird natürlich je nach Bereich und Branche dann unter Umständen eben etwas sein, was man sich eben on the spot anlernt, aneignet oder eben tatsächlich von Maschinen machen lässt. Ne? Also es ist im Prinzip eine totale Veränderung auch in mehreren Bereichen, ja, im ganzen System drin. Mhm. Ja, ich muss als zukünftiger Arbeitnehmer mir überlegen, Mensch, was braucht auch so ein Unternehmen? Ich muss als Unternehmen überlegen, welche Menschen mit welchen Fähigkeiten, Stärken, Werten sind hier wichtig in diesem Bereich, um eben die Probleme der Kunden zu lösen gemeinsam. Und auch die ganzen angrenzenden Systeme, die das vermitteln. Ja? Also ich finde es ein unwahrscheinlich spannendes Thema. Und im nächsten Schritt, wenn ich rangehe als Unternehmer und sage, ja, ich habe jetzt eine Klarheit darüber, was brauche ich für Menschen, wie gehe ich weiter, wie fördere ich solche Sachen auch im Unternehmen mit? Das ist die nächste Perspektive, genau. Dann das Gleiche gilt es natürlich auch für die Mitarbeitenden zu tun. Auch die müssen sich darüber klar werden, wer sind sie eigentlich, was bringen sie eigentlich mit und was wollen sie? Und das dann in dem dritten Schritt, also jeder macht diesen ersten Schritt für sich alleine, und im dritten Schritt kommen sie dann zusammen und führen den Dialog darüber. Mhm. Passen wir im Moment und in Zukunft an der Stelle zusammen? Und wenn es zum Beispiel jetzt deutlich wird, ja, grundsätzlich vom Wertesystem, der Persönlichkeit und der Grundkompetenzen passen wir zusammen, aber es fehlt eben noch in dem oder jenem Bereich noch etwas, dann wird es wieder die Aufgabe des Unternehmens sein, auf der einen Seite zu schauen, kann ich das bereitstellen, kann ich Lernfelder bereitstellen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Hospitationen, was auch immer da Sinn macht. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch bei den Mitarbeitenden die Bereitschaft, entsprechend zu investieren. Zum Glück sind so die jüngeren Generationen, Y und Z, haben ein großes Interesse an Weiterentwicklung. Die wollen reifen, die wollen sich entwickeln. Und das heißt, beide müssen dann eben wiederum ihren Teil dazu beitragen, um diesen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu gehen. Also Unternehmen, die Voraussetzungen schaffen und aber auch die Mitarbeitenden zum Beispiel Geld oder Zeit investieren. Gesa, ich merke gar nicht, die momentane Krise bringt uns in diese Situation, sondern wir sind mittendrin in dieser Entwicklung, ja, darüber nachzudenken, über Werte nachzudenken, über Sinn nachzudenken, über Persönlichkeitsfähigkeiten nachzudenken. Und das ist ja etwas, was uns, was eine tolle Chance einfach auch ist. Ja. Und so uns ist eine völlig andere Arbeitswelt auch zu schaffen. Ja, absolut. Wenn ich das sagen darf. Es ist jetzt die Chance, dass wirklich jeder in ihrem Wunschjob arbeitet, ne? Weil sie eben sich darüber Gedanken macht, was könnte das sein, und eben in diesen Dialog geht mit den Unternehmen, die auch wissen, was sie denn zu bieten haben und ja, wie man dann vielleicht gemeinsam diesen Weg erreicht oder das Ziel erreicht, besser gesagt. Dann machen wir uns auf den Weg zum Wunschjob. Das ist doch eine wunderbare Message, die du uns hier mitgegeben hast. Liebe Gesa, vielen Dank für diese tollen Impulse. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.